Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Freaky Rough auf dem Kanal. Heute wieder ein Unboxing-Video, heute Camplot Teil 7 bis 10, ein WMM-Mediabook. Zu den Filmen muss man sagen, wenn man diese Filme als Trash bezeichnet, ist es noch gelobt. Die Filme sind stumpfester Amateur-Trash-Splatter. Und wenn ich sage, Trash ist noch gelobt, dann wird es... Was heißen bei mir? Typische Camp-Slasher, einen Clown, der Leute abmurkst, die Story eher belanglos, Schauspieler, die letzte Grütze, aber die Dinger, die machen als Amateur-Trash-Fan einfach Spaß, wie ich finde. Und deswegen mussten die auch in die Sammlung. Und weil die Cover hier so geil sind, da mussten sogar alle oder Cover A und D bei mir in die Sammlung. Ja, dann gucken wir mal. Wie gesagt, hier Cover A limitiert auf 222 Stück und Cover D limitiert auf 111 Stück. Dann haben wir hier noch Cover B limitiert auf 222 Stück. Auch ziemlich geil. Mit dem Killer Clown und dem Messer in der Hand so oben im Vordergrund. Und unten geht auch die Luzi ab. Und hier haben wir Cover C, limitiert auf 111 Stück. Sieht auch ziemlich nice aus, aber das hier waren auf jeden Fall meine Favoriten und diese musste ich mir einfach holen. Jo, fangen wir an mit diesem Cover hier. Das lasse ich OVP im Schrank. Guckt euch mal dieses geile Cover an. Hier der Clown im Hintergrund, hier vorne die Dame mit den zwei guten, großen Argumenten auf der Brust, die wahrscheinlich um Hilfe schreit, die wahrscheinlich in ein paar Sekunden mit dieser Axt penetriert wird. Hier der super spooky Story Sticker, hier unten der Schriftzug, auch geil. Gut zu wissen, Spines sind gleich, die Bags sind auch gleich. Deswegen packen wir jetzt das hier aus. Das hier packe ich auf, weil ich das andere Mediabook mit Teil 1 bis 6 auch im Cover A habe. Und das hier einfach dazu passt. Ja, da ist das schöne Cover. Und dieses Cover hat mir auch sehr gefallen. Mit dem Clown, der so ins... Mit dem Killer-Clown, mit einer Machete in der rechten Hand, in die linke Hand, die greift nach irgendetwas. Hier haben wir eine junge Dame, die sich an einem Baum oder hinter einem Baum versteckt. Hier haben wir jemanden, der gerade schießt. Hier jemand, der eine Axt im Gesicht hat. Hier auch noch ein Toter. Und hier irgendwelche Leute, die Richtung Hütte gehen. Und hier im Hintergrund noch so im in der Morgenröte oder in der Dämmerung noch einen Wald. Ja, richtig geiles Cover, wie ich finde. Ja. Zur Qualität kann man sagen, WMM Standardqualität. Standardqualität ist bei mir ein bisschen dicker. Das hier stufe ich eher als wie sagt man, um nicht negativ zu wirken, ein bisschen sparsamerer Qualität von der Dicke her. Man sieht, man kann hier durchgucken, man kann es hier brutalst verwenden. Ja, hier das Bein. Hier oben nochmal das Cover. Der Schriftzug, DVD-Logo. Es ist ein DVD-Only-Release. Ja. Ist auch nicht sehr verwunderlich bei einer US-amerikanischen Amateurproduktion. Hier haben wir die Filmbeschreibung, hier nochmal den Filmtitel. Und hier, was alles drin ist, Camplot 7, Camplot 8, Ghost of Camplot. Da kommt ja irgendwie der Geist von dem Killer zurück oder so. Und Children of Camplot, wo halt Hinterbliebene in das Camp zurückkehren, um da Recherche zu betreiben. Und auch an den Bildern erkennt man hier typischer Amateur-Stuff. Hier wird eine mit ihrem eigenen Darm erwürgt. Hier, keine Ahnung,
Und hier hat einer einen Kehlenschnitt bekommen. Ja, nicht sehr aufwendig produziert, aber macht schon Spaß. Ja, hier noch die technischen Spezifikationen, Credits, Limitierungsnummer. Dann lass uns mal reingucken. Habe ich auch noch nicht gesehen. Genau hier haben wir noch Cover B. Super, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und hier haben wir erstmal die Disc 1 mit Teil 7 und 8. Sind alle in Originalton drauf mit deutschen Untertiteln. Untertitel macht mir nichts aus. Bin ich ja gewohnt von Midori Impuls und so weiter. Dann lass uns mal durchs Booklet blättern. Und ich denke, das Booklet hat Christoph Kellerbach geschrieben. Hier diese Szene von hinten mit dem Darm, mit dem eigenen Darm erwürgt, ist ja auch nochmal drin. Wird halt wieder Bilderrecycling betrieben. Und hier hat er auch eine Machete in der Hand. Ja, total dümmlich, total stumpf die Blätter, aber mir machen die Spaß. Hier haben wir noch Cover C. Auch geil geworden, wie ich finde, aber das ist definitiv das Schwächste von allen, wenn man dieses Cover hier anguckt. Wo ist es denn nochmal? Wenn man dieses Cover anguckt, wenn man dieses Cover hier anguckt und wenn man dieses Cover hier anguckt, dann stinkt dieses Cover hier definitiv voll ab. So, jetzt muss ich beeilen, mein Akku ist fast leer. Hier wird auf die einzelnen Filme eingegangen. Hier Cover A. Das finde ich geil. Und hier noch Cover D. Auf jeden Fall finde ich geil, dass die anderen Cover auch mit drin sind. So hat jeder Käufer ein Artwork von dem jeweiligen Cover. Das finde ich immer geil. Hier die Teile 9 und 10 und sie sind unterschiedlich bedruckt. Geil, geil, geil. So. Imprint, nicht sehr spektakulär, so ein verfremdeter Wald im Hintergrund. Kann man so machen. Warte mal, zeige ich noch mal kurz in Gänze. Jetzt habe ich die Disk schon wieder reingemacht. Ja, kann man so machen. Ja, nichts Spektakuläres. Muss sagen, Mediabook-Verarbeitung, Steigerung nach oben, Filme definitiv nicht jedermanns Geschmackssache. Ist nie. Ja, Cover sind der absolute Hammer, wie ich finde. Vor allem das hier. Und das hier noch eine Steigerung drauf, ein paar hübsche Argumente mit drauf. Ja, was soll ich dazu sagen? Kauft's euch nicht. Von mir aus eine Empfehlung für die Cover, für die Mediabook-Qualität. Eher weniger. Für die Filme ist reine Geschmackssache. Wenn ihr auf stumpfen Amateur-Shit steht, könnt ihr da ruhig zugreifen. Wenn ihr was höher produzierteres erwartet, lasst eindeutig die Finger davon. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.